Leute, guck mal, Gymnasium Playground. Einmal Create 4 SV2. Ja, Wetter ist nicht so gut, keine Zeit und so weiter, aber Speedtest mal eben, das kriegen wir sicherlich auf die Reihe. Und mal gucken, wie er sich verhält. Der Logger ist drin. Wir fahren erstmal 3S. Ich gehe jetzt nicht die Stufen durch, 50%, 75% und so weiter. Das machen wir nicht. Hier Handy, Strecke, Start. Das haben wir. So, ich werde euch mal auf die Schulter jetzt nehmen und dann gucken wir, was die Karre kann auf 3S. Dass ihr das, falls das Auto für Kinder verwendet wird, dann weiß man auf jeden Fall, was bei 3S geht. Oh. Da steht der RAC. Schon ein paar Grad, falls ein Unfall passiert. Okay, cooles Handling. Läuft schön gerade. Wheelie-mäßig geht da wohl nichts. Das sehen wir gleich nochmal auf 4S, Leute. Ist ein Spektrum-Akku übrigens drin. So. Holen wir mal das Handy. So. Stop. Lesen. Das war schon 65 km/h an 3S. Wechseln wir mal auf 4S und gucken, was dann geht. Übrigens wollte ich mal eben zeigen, ich habe eine schöne 3D-Druckhülle hier für den SkyRC GPS-Logger. Die hat ein langjähriger Abonnent, der Markus, für mich gemacht. Und ja, danke dir auf jeden Fall. Du siehst, ich nutze sie und funktioniert sehr gut. So, 4S ist drin. Logger ist gestartet. Hinten ist alles frei. Strecke ist auch schön nass, wie man sieht, aber da geht was. Ich hatte auch gehofft, dass das hier nicht so zugewachsen ist, dass ich hier nochmal drauf kann, da auf das Gelände, Leute, aber wie ihr seht, ist das ziemlicher Mist. Gut. Das war die Performance auf 4S. Schauen wir mal, was hier so geht. Stop lesen. 81 km/h auf 4S. Ich bin der Meinung, die waren damals auch so um den Dreh. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ja, cool, cool, cool. Dann hoffen wir mal auf gutes Wetter, dass ich zeitnah euch den Wagen beim Bashen zeigen kann, wie er über die Rampen geht, ob er kaputt geht, ob er hält. Temperaturen sind natürlich niedriger, weil sie nicht im Sommer leider rausgekommen sind. Aber gut. Alles klar, Leute, das war der Speedtest und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.